starten wir los. Wir haben ja sozusagen heute bis 12 Uhr Zeit. Ich würde es so handhaben, dass gerne jederzeit auch Fragen im Chat oder auch per Handzeichen aufpoppen können. Die Aufzeichnung ist schon gestartet. Das heißt, nur da Bewusstsein, wenn Sie Fragen haben und die während des Webinars stellen, dann einfach Bewusstsein, dass die sozusagen hier mit aufgezeichnet sind. Sonst würde ich sagen, machen wir es einfach danach. Genau. Ja, also wir haben uns ja heute hier zusammengefunden zum Thema OER-Ökosystem und wie man als Hochschule ein institutionelles OER-Ökosystem aufbauen kann. Und hier bringe ich einerseits Erfahrungen mit aus dem Open Education Austria Advanced Projekt. Das heißt, ich bin hier mit zwei Doppelhüten heute und andererseits auch mit meiner Rolle als OER-Expertin an der Universität Wien. Das heißt, hier werden wir einerseits diesen weiteren Blick widmen und eben dann auch eben diesen institutionellen Blick mit dem Beispiel der Uni Wien. Und gerne, wenn ihr Erfahrungen mitbringt, dann diese auch gerne währenddessen teilen und ja, auch berichten, wie es an den jeweiligen Hochschulen von euch aussieht, je nachdem, woher ihr euch zuschaltet. Genau. Und ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Bin, wie gesagt, an der Universität Wien im Center for Teaching and Learning tätig und darf im Rahmen vom Open Education Austria Projekt Hochschulen beraten, wie sie Schritte setzen zur institutionellen Verankerung von OER. Und ja, schaue eben hier, dass an der Schnittstelle von Open Science und Open Education hier immer sozusagen ja, diese Synergien aufgezeigt und genutzt werden können. Und bin Teil des Teams Digitale Lehre vom ZDL der Uni Wien. Und ja, das ist sozusagen auch mein Background, einerseits an der Informatik, Hochschuldidaktik, aber auch Bibliotheksinformationswissenschaft. Das heißt, hier ist auch ein ganz starker Fokus jetzt von meiner Präsentation genau an dieser Schnittstelle anzusetzen, um ein OER-Ökosystem aufzubauen. Genau, da würde ich gleich starten mit euch, um eine kurze Einschätzung zu bekommen. Im Link finden Sie einen Mentimeter-Link und da würde ich jetzt ganz kurz auch meine Freigabe ändern und kurz bitten um eine Teilnahme, die anonym ist. Wie sieht es aus? Wie vertraut sind Sie mit dem Konzept OER einerseits, aber auch haben Sie vielleicht auch schon OER von anderen verwendet? Haben Sie vielleicht auch schon OER selbst erstellt? Wie es aussieht in unserer Gruppe heute, damit ich dann eben auch anpassen kann, die jeweiligen Inhalte, die ich mitgebracht habe, vielleicht ein bisschen kürzer halten und andere vielleicht ein bisschen intensivieren und würde da jetzt einfach mal ganz kurz abwarten, ja, wie es bei Ihnen, wie es bei euch aussieht. Genau, ich sehe schon, erste Trends ergeben sich. Sozusagen ein Konzept Open Educational Resources ist jetzt zumindest bei den ersten Personen, die abgestimmt haben, schon eher bekannt. Also geht es ganz stark Richtung Ja. OER erstellt selbst eher noch nicht jetzt, zumindest bei den Personen, die hier jetzt schon mal abgestimmt haben. Schauen wir einfach mal, wie sich's entwickelt, der Trend. Genau, OER verwendet von anderen, haben aber auch schon einige von uns jetzt hier in der Gruppe. Super, vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Wir werden dann nachher nochmal zurückkommen auf das Mentimeter. Das heißt, ich werde trotzdem ganz kurz eine Einleitung machen zum Konzept OER, damit wir alle auf demselben Stand sind, die aber recht kurz halten und dann können wir schon starten in die Überlegungen zum OER-Ökosystem. Vielen Dank für die Teilnahme. Das heißt, ich switche jetzt wieder zurück zu meiner Präsentation und dann starten wir mal ganz kurz rein. Also OER, ganz kurz noch einmal, damit wir alle am selben Stand sind, sind eben Lehr-Lernmaterialien, die offen lizenziert sind, die verwendet werden können, geremixt werden, adaptiert werden können und sind eben Teil von sogenannten Open Solutions, auch in Richtung Open Access, Open Data und so weiter. Und hier geht es auch noch mal ganz kurz. Die zwei Lizenzen, die da eben im OER-Kontext vermehrt verwendet werden, sind einerseits die CC BY-Lizenz und die CC BY-SA. Es wird aber auch manchmal eben die CC 0 verwendet, bei der auf jegliche Rechte verzichtet wird. Ist manchmal nicht ganz so einfach mit dem österreichischen Urheberinnenrecht, aber ja, die zwei klassischen Lizenzen sind der CC BY und CC BY-SA.
Und es geht, wie gesagt, um diese Verwendung und Wiederverwendung und Nutzung von Materialien. Man kann eben mit OER sicherstellen, dass man diese Materialien dementsprechend verwahrt und auch vervielfältigen kann. Verwenden, verarbeiten, vermischen, verbreiten und so weiter. Das heißt, hier haben wir verschiedene Dimensionen, die reichen von ich verwende es einfach bis hin zu ich adaptiere es oder reiche es sozusagen an mit meinen eigenen Inhalten oder ich erstelle überhaupt etwas Neues und teile es mit der Community. Und genau, hier nochmal einen ganz kurzen Blick eben auf die zwei klassischen OER-Lizenzen, damit wir nochmal wissen, sozusagen, um was geht es denn eigentlich hier bei OER, wenn wir jetzt danach in diese institutionelle Perspektive switchen, um welche Lehr-Lernmaterialien geht es. Und zwar einerseits um die, die mit einer CC BY-Lizenz versehen werden. Das heißt, man kann Materialien wiederverwenden, muss einfach sozusagen die Urheberin den Urheber noch nennen. Und dann geht es natürlich auch in die Richtung, dass man sagt, okay, mit dem Share-Alike-Kontext, dass man eben hier sagt, es soll unter den gleichen Lizenzbedingungen verbreitet werden. Das heißt hier, ja, um alle sozusagen jetzt auf denselben Stand zu holen, wir reden von Lehr-Lernmaterialien bei OER mit diesen zwei Lizenztypen unterschiedlichster Art, die eben im Hochschulkontext entstehen und verwendet werden können. Ja, das war jetzt mal ein ganz kurzes Intro nochmal zu OER, aber ich denke, wir kennen uns alle ganz gut aus. Jetzt würde es mich noch interessieren, die nächste Frage im Mentimeter, man kann einfach denselben Link noch verwenden, wäre, welche Art von OER Sie kennen, vielleicht schon verwendet haben, dass wir einfach nochmal einen Blick drauf werfen, um was kann es denn alles gehen, wenn wir eine institutionelle Infrastruktur, Services, Support aufbauen im Sinne von einem OER-Support-System an einer Hochschule. Wäre hier nochmal interessant zu sehen, genau welche Arten von OER Sie bereits kennen. Und da würde ich jetzt wieder meinen Bildschirm switchen und in die nächste Frage reingehen und einfach mal abwarten, was denn von Ihnen, von euch an OER-Arten denn schon so bekannt ist, was wurde denn vielleicht verwendet, in welche Richtung geht's? Schauen wir einfach mal ganz kurz, wie es aussieht und was sich denn da für ein Stimmungsbild ergibt. Ist ganz wichtig, wie gesagt, dass wir wissen, um welche Vielfalt von Materialien handelt es sich, damit wir eben auch einen fokussierten Blick drauf haben können. Ja, welche technische Infrastruktur braucht es vielleicht auch? Welche Supportmaßnahmen braucht es? Bei Videos und Texten werden das andere Supportmaßnahmen sein. Das heißt, jetzt machen wir mal kurz einen Blick in die Runde, wie es aussieht, mit den Arten, mit den Formaten von Open Educational Resources. Und ich sehe jetzt da schon, es haben schon ganz viele Personen eingetragen. Vielen Dank. Und es ergibt sich schon so ein sehr diverses Bild. Also einerseits haben wir hier die Videos doch auch zentral angeordnet, bisschen größer, wenn ich das jetzt richtig deute. Wir haben aber ganz viele andere Materialien auch. Also von grafischen Materialien, Audio haben wir ganz viel auch in Richtung ein bisschen komplexere Materialien. Wenn wir jetzt sagen, hier einerseits so iMOOCs-Kurse, also so Massive Open Online-Kurse, Unterrichtsplanungen, Curricula, LV-Konzepte, sind auch wieder ganz andere Arten von Materialien. Ich sehe im Chat gerade noch einmal auch die Ergänzung Handouts. Das heißt, hier haben wir auch ganz kurze, kompakte Formate, vielleicht in Textformaten. Dann haben wir sozusagen auch Daten. Also wenn ich hier die Fallstudie sehe, haben wir einerseits auch die Open Data, also Forschungsdaten auch verwendet als Lehrmaterial. Materialmix, finde ich auch eine schöne Einreichung. Das heißt hier diverseste Materialien, die auch ineinander funktionieren. Also man kann ja auch Videos interaktiv anreichern mit H5P-Elementen, vielleicht falls bekannt. Das heißt, hier haben wir doch eine sehr diverse Aufstellung jetzt von Materialarten. Und das bitte im Blick behalten, wenn wir uns jetzt sozusagen nähern dem institutionellen OER-Ökosystem. Genau, ich habe hier auch noch meine Auflistung gemacht, jetzt aus meiner Sicht Universität Wien. Was haben wir für Materialien? Wir haben auch ganz, ganz viele Textdokumente, so wie jetzt auch von Ihnen genannt wurde, in unterschiedlichen Formaten, also von Skripten bis zu Foliensätzen, Prüfungsunterlagen und so weiter. Ganz viel grafisches Material.
Dann haben wir auch Videos. Audios sehe ich gerade, habe ich in der Liste jetzt da vergessen. Also auch in Richtung Podcast produzieren wir hier einige Materialien. Komplexere Formate wie Selbstlernkurse. Es gibt auch ganze LMS-Exporte, also LMS Learning Management System. Jetzt bei uns an der Uni Wien ist es Moodle, aber an Ihrer Hochschule wird es eventuell ein anderes System sein, bis hin zu den Massive Open Online-Kursen. Und ja, wir sehen also unterschiedliche Granularität, große Vielfalt. Und in die Richtung wäre es natürlich dann auch gut, wenn das institutionelle OER-Ökosystem aufgebaut ist mit je nach Wunsch oder je nach Plan auch Supportmaßnahmen und Produktionsmöglichkeiten und so weiter. Und jetzt da auch noch sozusagen, damit wir wissen, in welchem Kontext bewegen wir uns, wenn wir Materialien suchen. Einerseits gibt es den OER-Hub, der OER aus dem österreichischen Hochschulraum zugänglich macht. Das Ganze gibt es dann auch sozusagen im deutschen Hochschulraum, auch mit diversesten Plattformen, die bundeslandspezifisch in Deutschland agieren. Das heißt, hier nochmal die Auflistung für Sie. Und natürlich kann man auch auf ganz klassischen Plattformen, unter anderem wie Google und so weiter, natürlich auch OER finden. Das heißt, wenn wir jetzt Lehrende supporten möchten, Lehrende, Forschende, also einfach HochschulmitarbeiterInnen, dann ist es immer wichtig, im Blick zu haben, wo können die denn eigentlich Materialien auch von anderen finden, bevor auch der Blick sozusagen an die eigene Hochschule geht. Jetzt haben wir MOOCs auch noch gehabt, als sehr komplexes OER, also als einen Selbstlernkurs. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Plattformen, die man im Blick haben sollte. Also einerseits die österreichische MOOC-Plattform, iMOOCs, gibt es natürlich ein Pendant auf europäischer Ebene, wo sozusagen hier ganz viele Plattformen zusammengesammelt werden. Es gibt mittlerweile auch themenspezifische MOOC-Plattformen, wie unter anderem der KI Campus aus Deutschland. Ja, Hamburg Open University, so ein OER-Klassiker, die eben auch mit OER begonnen haben, sind natürlich MIT OpenCourseWare und so weiter. Das ist jetzt nur ein ganz kurzer Blick, aber wie gesagt, wir jetzt mit dem Blick auf den österreichischen Hochschulraum haben eher hier so die linke Spalte im Blick, wenn wir jetzt nach MOOCs suchen. Das heißt, HochschulmitarbeiterInnen können jetzt auf verschiedensten Plattformen OER suchen, wenn man den Blick aus der Hochschule hinauswerfen und wissen jetzt sozusagen, wie es im Umfeld aussieht und schauen uns jetzt im nächsten Schritt aber an, wie sieht es denn auch so auf einer strategischen Ebene aus? Was gibt es für Rahmenbedingungen, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir ein institutionelles OER-Ökosystem aufbauen? Hier habe ich jetzt so eine kleine Reise mitgebracht. Wir werden uns vom Großen ins Kleine bewegen. Einerseits ein bisschen auf globaler Ebene, dann wie sieht es aus EU, europäische Ebene. Dann machen wir einen Blick, Sprung nach Österreich und am Ende bringe ich dann noch den Blick von der Uni Wien mit. Und wie gesagt, gerne Einladung an alle, dann auch im Nachgang, je nachdem, wie es gut passt, dann auch Erfahrungen von euren Hochschulen teilen. Genau. Ich würde sagen, starten wir mal mit der globalen Ebene. Genau. Einerseits haben wir natürlich die Sustainable Development Goals, an denen wir uns orientieren im Hochschulbereich. Hier kommt jetzt das SDG Nummer 4 mit der Quality Education in Betracht. Das heißt, dass wir gewährleisten, es gibt eine inklusive und qualitative Bildung eben in unserem Bereich, weil wir jetzt ja aus Hochschulperspektive sprechen, auch eben diese qualitative Hochschulbildung, aber eben auch diesen Third Mission Gedanken, die Möglichkeiten des lebenslangen Lernen, also Lifelong Learning, vor allem jetzt mit OER, die offen zugänglich sind. Und eben auch mit Massive Open Online-Kursen zum Beispiel, die ja auch von allen Mitgliedern der Gesellschaft konsumiert werden können. Und ja, wenn wir da jetzt einen Blick auf OER werfen, haben wir einerseits natürlich OER, die den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den AkteurInnen verstärken können. Also hier haben wir auch das Thema Co-Design von Lehrmaterialien zwischen Lehrenden, Forschenden, wie gesagt, HochschulmitarbeiterInnen jetzt sozusagen als Schirmbegriff. Genau, OER können auch genutzt werden, um eben den Zugang zum Lernen zu verbessern, hier zu öffnen, einfach wenn man keine Login-Daten braucht. Man braucht sozusagen recht niederschwellig nur, sage ich mal unter Anführungszeichen, einen Internetzugang und eben ein Endgerät, wo man dann eben sozusagen diese digitalen Materialien konsumieren kann.
Genau, dann haben wir natürlich auch diesen aktiven Einsatz von Lehr-Lernmaterialien im Bildungsbereich, wo eben OER auch verwendet werden können von anderen ErstellerInnen, dass man hier sich einfach bedienen kann auch von vorhandenen Materialien. Und da braucht es natürlich eben auch die jeweilige Infrastruktur, um das auch technisch zu ermöglichen und auch diese Vernetzung, dass man eben auch schnell andere Materialien finden kann, um nicht zu wissen, gut, die haben das dort abgelagert, dann die anderen, da finde ich dann dort etwas und so weiter, sondern da braucht es einfach diesen schnellen Zugang, dass man eben OER aktiv einsetzen kann. Genau, dann Qualitätsthema natürlich, weil wenn wir Lehre öffnen und eben auch unter anderem LV-Planungen veröffentlichen, können wir sozusagen auch diese Qualität der Bildung, der Lehre auch sichtbar machen. Und eben auch diese Publikationen aus dem Lehrkontext einfach auch veröffentlichen und ja, nachnutzbar machen. Und dann haben wir natürlich auch das Thema OER als digitale Materialien und hier einfach auch diesen Digitalisierungsfokus im Kontext von diesem SDG, die eben auch diese Brücke schlagen, sozusagen Weltwirtschaft ist digital, dann sozusagen Lehrmaterialien sollten eben auch digital vorhanden sein, dass man hier den Zugang niederschwellig hält. Das ist so dieser eine Kontext, in dem wir uns bewegen auf der globalen Ebene. Der andere, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das sind so zwei Ausblicke, die ich mitgebracht habe. Ist andererseits eben auch der Aktionsplan Bildung 2030, in dem eben diese Transformation der Bildung für nachhaltige Entwicklung stattfinden soll, mit dem Ziel, dass bis 2030 sozusagen allen Menschen inklusive und chancengerechte und hochwertige Bildung zur Verfügung gestellt werden soll. Und hier tragen OER natürlich auch bei, auch wieder mit diesem Gedanken lebenslanges Lernen fördern. Und ja, hier ein kurzer Kontext wiederum, dass eben die Lernenden und Lehrenden auch die Kompetenzen für diese nachhaltige Entwicklung erwerben können. Das heißt, auch aus der Hochschulperspektive, was können wir unseren MitarbeiterInnen aus der Forschung und Lehre, aber auch aus Support Services bieten, um sich hier zu professionalisieren, Kompetenzen zu erlangen und zu intensivieren. Genau. Und unter anderem gibt es eben hier auch sozusagen Ziele in Richtung inklusive und effektive Lernumgebungen. Das heißt auch ganz stark Vernetzung von den jeweiligen Infrastrukturen, die es eben an den Hochschulen schon gibt, um sich hier eben ja, effektiv fortzubewegen und eben so wenig Systembrüche wie möglich auch zu erleben. Genau. Es gab da sozusagen als Start für ganz, ganz viele Digitalisierungsprojekte, die im österreichischen Hochschulraum 2020 gestartet sind, auch davor so ein Weltaktionsprogramm mit 5 Aktionsfeldern in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da ging es auch ganz stark eben um diese ganzheitliche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen und eben um diese Kompetenzentwicklung. Das einfach nur mal so als Kontext für Sie, für euch jetzt einmal. Wie sieht es auf globaler Ebene aus? Gibt natürlich noch viel mehr Kontext, aber das sind so die zwei Einblicke, die ich mitgebracht habe. Jetzt wechseln wir auf europäische Ebene. Wie sieht es bei uns aus? Es gibt da eben die EU Open Science Policy, die unter anderem ja, 8 Ambitions formuliert und eine ist eben diese Education and Skills. Und diese Educational Skills besagen Folgendes, dass all scientists in Europe should have the necessary skills and support to apply Open Science Research Routines and Practices. Das heißt, hier wird der Schirmbegriff Open Science Praktiken verwendet für diverseste Themen rund um Open Data, Open Education, Citizen Science, also sozusagen also viele Konzepte werden hier vereint unter diesen Educational Skills, die Forschende, Lehrende ja, brauchen, um eben auch diese Transformation des Higher Education Sektors und dieses Mindset Change zu ermöglichen. Das heißt, wenn wir jetzt auf europäischer Ebene sehen, haben wir einerseits diesen Background der EU Open Science Policy und hier eben auch die Educational Skills, die als Schirmbegriff funktionieren für Praktiken in Richtung Open Access, Open Data, Open Education, Open Peer Review und Citizen Science. Das heißt, hier noch einmal dieser fokussiertere Blick auf ja, europäische Ebene. Und genau, wie sieht es jetzt aus in Österreich? Machen wir sozusagen einen weiteren Sprung. In Österreich haben wir auch die Open Science Policy Austria.
die eben auch diesen Schirmbegriff verwendet. Das heißt, hier orientiert sich die Policy ganz stark eben auch auf der EU Science Policy. Und hier haben wir eben auch wiederum die Praktiken in Richtung Open Access, offene Forschungsdaten, offene Forschungsmethoden, Open Evaluation, dann eben auch in offene Infrastrukturen und auch offene Bildungsressourcen und Citizen Science. Das heißt, hier sehen wir eine Traverse in diesen beiden Policies. Es wird aber auch formuliert, dass eben diese Öffnung von Gesellschaft und Öffnung von Wissen eben unmittelbar verbunden ist und deshalb auch diese Skills and Education notwendig sind, um eben diese Öffnung von Lernressourcen und diese erhöhte Bedeutung, die vor allem jetzt damals, wie die Open Science Policy veröffentlicht wurde, sozusagen eher am Ende der Pandemie, war eben hier sozusagen die Pandemie auch als Triebfaktor für diese digitale Transformation des österreichischen Hochschulraums gedacht. Genau, das heißt, hier sind wir jetzt immer auf österreichischer Ebene und haben, wie gesagt, diese Skills and Education, die Schaffung von Kompetenzen und offener Lehre, ist eben hier nochmal nachformuliert. Das heißt, es geht ganz stark um Kompetenzentwicklung von Hochschulpersonal und die Öffnung der Lehre. Genau, wir haben hier wiederum so ein Ziel formuliert, alle Forschenden in Europa, eigentlich sozusagen hier eben mit dem Blick auf Österreich, sollen die Anwendung von Open Science Praktiken diese notwendigen Fähigkeiten entwickeln und die gegebenenfalls ein Stück Unterstützung dafür bekommen. Das heißt, hier kommt wiederum diese institutionelle Perspektive ins Spiel. Wie können wir an Hochschulen ein OER-Ökosystem aufbauen, dass wir dementsprechend auch Support leisten können? Und ja, wie sieht's aus mit OER? Was ist da so dieser Rahmen, den die Policy, die Open Science Policy Austria vorgibt? Einerseits, dass man eben einen öffentlichen Zugang zu Lehr-Lernmaterialien in Österreich gewährleistet. Und sie nennen hier als einen ersten Schritt, dass man eben die Repositorien, die Archivsysteme, die an den jeweiligen Hochschulen existieren bzw. aufgebaut werden, verknüpft, dass man eben hier Lehrende unterstützt und das Ganze ja recht niederschwellig hält eben diesen Zugang. Genau, dann gibt es eben auch sozusagen, dass man diese Lerninhalte der wissenschaftlichen Community auch zur Verfügung stellt. Lernen kann man flexibler gestalten, eben dadurch, dass es dann öffentlich und gratis zugänglich ist. Und man kann es auch an die individuellen Bedürfnisse anpassen, indem man sagt, gut, hier gibt es ein wunderbares Material, ich möchte es aber ein bisschen anpassen, weil ich eventuell statt Masterstudierenden Bachelorstudierende lehre und hier möchte ich ein bisschen individualisieren und kann das natürlich mit OER auch machen. Genau, es gibt da eben auch noch ein weiteres Framework dazu, und zwar die Empfehlungen für die Integration von OER an Hochschulen, ein Dokument, das von der FNMA veröffentlicht wird. Das heißt, hier auch so der Blick, worin bewegen wir uns jetzt im österreichischen Hochschulraum, in welchem strategischen Rahmenbedingungen bewegen wir uns. Und sonst wird eben sozusagen auch das Open Education Austria Projekt genannt als Anlaufstelle, als Beratungsstelle auch. Wie kann man hier Infrastrukturen aufbauen und wie kann man sozusagen hier auch ermöglichen, dass das Teilen von Materialien ermöglicht wird? Und es gibt dann eben auch sozusagen noch das Ziel, das formuliert wird, dass HochschulmitarbeiterInnen ermutigt werden sollen, ihre Inhalte zu veröffentlichen. Das kann man als Hochschule unter anderem mit einer OER-Policy oder mit einer OER-Strategie, analog zu Open Access-Policies zum Beispiel auch ermöglichen. Genau. Das war jetzt auch der Blick auf den österreichischen Hochschulraum. Und hier, um sozusagen den Sprung jetzt an die Uni Wien zu schaffen, nochmal kurz einen Einblick. Es gab eben auch mit 2020 den Start in die Digitalisierungsprojekte im österreichischen Hochschulraum zur digitalen Transformation von Hochschullehre unter anderem, dass man eben hier auch schaut, dass die aktive Gestaltung des digitalen Wandels gewährleistet wird, Qualität der Hochschulbildung auch verbessert wird und Zugang zu Wissenschaft und Forschung auch geöffnet wird. Das heißt, hier haben wir eben auch nochmal diesen anderen Kontext, in dem wir uns bewegen, mit diesem ja, Anschub der digitalen Infrastrukturen und Support Services aus den Digitalisierungsprojekten.
Genau, und eines davon hat eben 2020 gestartet. Das ist das Open Education Austria Projekt, wo ja eher sozusagen auch ich als Vertreterin hier bin. Wir sind ein Projekt von verschiedensten Hochschulen. Uni Wien ist mit dabei, Uni Innsbruck, TU Graz, Uni Graz. Wir arbeiten zusammen im Team von E-Learning-Zentren, zentralen IT-Services und Universitätsbibliotheken, um eben sozusagen ein OER-Gesamtpaket zu bieten, auf unterschiedlichsten Ebenen Lösungen für OER-Institutionen zu erarbeiten. Wie sehen die aus? Wir haben einerseits hier, ups, jetzt da, so. Haben einerseits hier verschiedene Projektziele genannt. OER Hub ist einerseits ein Projektziel, die Suchmaschine für OER aus dem österreichischen Hochschulraum. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Ziel wäre, dass man Lehrende eben hier einen niederschwelligen Zugang bietet, um eben Infrastrukturen von Hochschulen zu vernetzen. Und das wäre jetzt eine Antwort darauf. Und wir arbeiten jetzt schon seit dem Vorgängerprojekt an dieser Suchmaschine und binden hier nach und nach eben Hochschulen an und leisten Beratungen. Genau, dann haben wir natürlich auch diese lokalen Infrastrukturen. Da kommen wir jetzt wieder zum institutionellen OER-Ökosystem. Was kann denn eine Hochschule lokal für Infrastrukturen, für Services aufbauen, um lokal an der Hochschule zu unterstützen im Bereich von OER? Dann haben wir Qualifizierungsangebote entwickelt. Ich habe dann am Ende nochmal so eine Übersicht mit Quick Links für Sie, für euch. Da kann man dann direkt sozusagen sehen, okay, welche Qualifizierungsangebote gibt es, was kann ich denn direkt nachnutzen. Dann gibt es die OER-Zertifizierung für Hochschulen. Das heißt, man kann auch OER-Aktivitäten an Hochschulen und von Lehrenden, HochschulmitarbeiterInnen sichtbar machen. Und dann auch ganz stark in Richtung OER-Produktionsservice. Also ein Aspekt von diesem institutionellen OER-Ökosystem könnte auch ein OER-Produktionsservice sein, wenn man das an der Institution etablieren möchte, unter anderem. Und hier haben wir eben so ein Arbeitsdokument und Beratungsleistungen, die man konsumieren kann als Hochschule und hier starten kann. Auch ganz viel in Richtung Rechtsfragen. Also man kann eben auch Rechtsfragen einreichen und die werden im Rahmen von OER-FAQ-Services ausgearbeitet und eben genau dieser Wissenstransfer auf den verschiedenen Ebenen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr diverses Paket an Projektzielen. Ich denke mir, es wird dann gleich noch sichtbarer, wenn wir den Sprung an die Uni Wien geben, warum es so divers aufgestellt ist und sozusagen in welche Richtung es gehen kann, wenn man als Hochschule ja in Richtung Aufbau eines institutionellen OER-Ökosystems gehen möchte. Genau, und ich denke, jetzt noch ein ganz kurzer Blick auch in Richtung offene Bildungsinfrastrukturen, was denn da für Herausforderungen und Anforderungen gibt, bevor wir an die Uni Wien springen und uns die genauer anschauen, wie es jetzt bei uns bezüglich OER aussieht. Einerseits haben wir natürlich die Lehrenden. Lehrenden, Forschenden natürlich immer in ihrer Doppelrolle. Also bei uns sind Lehrende sehr oft eben Forschende, die betraut sind mit Lehre. Das heißt, wir haben hier HochschulmitarbeiterInnen, die OER erstellen können, nutzen können. Hier geht es ganz stark eben auch um das Erheben von Akzeptanz, motivationale Hürden abbauen, eben unterstützen im Sinne von didaktischen Anliegen, technischen Anliegen, rechtlichen Anliegen und eben ja eben auch dieses zugrunde liegende Verständnis von OER auch offenlegen. Dann, wenn wir einen Blick in Richtung Technik werfen, dann braucht es hier ganz stark eben so eine einheitliche Standards von OER, wenn wir die auch teilen möchten in den verschiedenen Hochschulen. Das heißt, hier gibt es auch ein einheitliches Metadatenschema, das im gesamten Dachraum verwendet wird für die Archivierung von Open Educational Resources, um eben ja auch diesen Austausch zu ermöglichen. Ja, dann bräuchte es natürlich eben auch diese zentrale Suche für OER, dass man eben als Lehrender schnell auch Materialien findet, dass man hier auch ein bisschen filtern kann, differenzierte Suchmöglichkeiten und bestmöglich wäre, wenn so wenig wie möglich Medienbrüche sind, einfach auch, dass die Integration in diverse
Lernmanagementsysteme zum Beispiel auch ja, vorhanden ist und hier einfach auch ja, integrierte Systemlandschaft gewährleistet ist. Und wenn wir jetzt so den Blick in die Hochschulen werfen aus der Entscheidungsträgerinnensicht, dann ja, ganz stark in Richtung Strategien. Wie will eine Hochschule auch sich strategisch positionieren im Bereich von OER, jetzt auch auf mögliche Entwicklungspläne, Leistungsvereinbarungen und so weiter? Dann eben auch die OER-Services, die institutionell verankert sind oder verankert werden können, um hier auch genutzt werden zu können. Und dann ist natürlich auch ganz stark, dass man eben diese unterschiedliche Granularität von OER in der Lehre auch fördert. Wir haben ja auch vorher gesehen, so wie so wie ihr ja auch genannt hattet, es gibt kurze Textdokumente bis zu ganz komplexen Selbstlernkursen, dann vielleicht auch Podcasts, kurze Audiofiles, auch Medienmix und so weiter. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Granularitäten von offenen Bildungsressourcen. Genau. Und so würde ich sagen, switch mal jetzt an die Uni Wien. Wie sieht es jetzt bei uns aus beim Thema OER? Einerseits haben wir jetzt OER verankert in der Infrastruktur, unter anderem, dass wir ein Repositorium haben, in dem OER archiviert werden. Wir haben hier Phaedra. Es gibt diverse Produktionssoftware, die zur Verfügung gestellt wird, mediendidaktische Beratungsservice. Es gibt ein Videostudio, wo man zum Beispiel Lehrvideos aufnehmen kann. Es gibt einen Podcast-Service, das aktuell im Aufbau ist. Und wir sammeln gerade Erfahrungen, wie man sozusagen hier auch Podcasts gestalten kann mit Lehrenden, die eben hier auch Podcasts in der Lehre einsetzen möchten. Und haben einen ganz starken interdisziplinären OER-Produktionsfokus, um einfach ja auch dieses sehr diverse Studienprogramm und diese ganzen Disziplinen, die in der Uni Wien vereint sind, auch nutzen zu können. Genau. Und so haben wir einerseits als institutionelle Verankerung einen OER-Produktionsservice am ZDL, und andererseits aber auch die Archivierung der OER in Phaedra. Wenn man jetzt eben diesen Blick, weil wir ja gesagt haben, so zum Schirmbegriff Open Science Praktiken, werfen wir noch einen Blick, wie sieht es jetzt in Richtung Open Access aus? Hier haben wir ja unter anderem eben auch die Open Access Policy, wir haben das Open Access Office, Unterstützung für Forschende jetzt auch in Richtung inhaltlicher, finanzieller, rechtlicher Themen und eben das Ganze auch in Kombi mit diversesten Services als ja unter dem Angebot der forschungsunterstützenden Services der OB. Das heißt, hier können HochschulmitarbeiterInnen eben einen bunten Strauß an forschungsunterstützenden Services konsumieren, wo eben auch sozusagen immer mitgedacht wird, wie können einerseits Publikationen veröffentlicht werden und auch Infrastruktur in die Richtung, aber eben hier Publikationen aus der Forschung und auch aus der Lehre. Genau, dann auch in Richtung Forschungsdatenmanagement, einfach auch, weil es super passend ist jetzt mit dieser Webinare. Wie sieht es hier aus an der Uni Wien? Da haben wir natürlich einerseits Phaedra als Repositorium, aber auch unter anderem ein spezifisches Repositorium OSTER, das gemeinsam betrieben wird mit anderen Hochschulen und FDM-Policy haben wir auch seit 2021. Und so wird eben dienstleistungseinrichtungsübergreifend versucht, einen Service aufrechtzuerhalten und Themen auch zu gewährleisten, Beratungen, Schulungen und so weiter. Genau. Das heißt, jetzt haben wir so einen kleinen Blick geworfen, wie sieht es denn aus bei uns? Und das Ganze möchte ich jetzt nochmal grafisch darstellen, weil ja auch das Team vom Open Education Austria Projekt an diesen drei Dienstleistungseinrichtungen aufgestellt ist, würde ich jetzt gerne auch diesen Blick gemeinsam jetzt mit Ihnen, mit euch machen mit dem Fokus OER. Genau, einerseits haben wir jetzt am ZDL Medienproduktionsservice, ZDL Videostudio, dann die Beratung, MOOC-Produktion und Qualifizierungsangebote rund um mediendidaktische und hochschuldidaktische Formate. Das heißt hier ganz starker Mediendidaktik, Hochschuldidaktik-Fokus und eben Produktionsfokus.
am ZDL. Wenn wir jetzt links unten schauen, sozusagen zentraler Informatikdienst bei uns, was gibt es denn da in Richtung OER? Da gibt es einerseits natürlich das Learning Management System Moodle, das gemeinsam vom ZDL und vom ZIT betrieben wird. Diverseste Angebote rund um Schulungen, Anleitungen, technische Infrastrukturen. Hier eben auch dieses Thema OER immer mitgedacht, jetzt auch, wenn es um IT-Support für Research geht. Und dann auch in Kombi oder sozusagen in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek der Uni Wien gibt es hier ganz viel Weiterentwicklung und Betrieb auch des Repositoriums Phaedra, das genutzt wird für OER und auch Qualifizierungsangebote. Und wenn wir jetzt noch den Blick auf die UB werfen, dann haben wir natürlich auch den Aspekt der Veröffentlichung von OER in Phaedra, das von ZIT und UB gehostet wird. Ganz viel Support um Richtung Open Science, Forschungsdatenmanagement, die forschungsunterstützenden Services und eben hier eben, ja, sozusagen auch Webinare, Trainings und so weiter. Und das Ganze natürlich dann auch nochmal gefüttert und in diversesten Ausrichtungen von Digitalisierungsprojekten und Fakultäts internen Projekten und eben ja ganz viele auch kleine Projekte, die experimentieren, unter anderem in Richtung Gamification oder eben auch in Richtung Artificial Intelligence und so weiter. Das ist hier einfach mal ja auch diverseste Projekte, die jetzt nicht an so zentralen Stellen angesiedelt sind, sondern dann wirklich an den Fakultäten, an den jeweiligen Zentren. Das heißt, hier ist es doch sehr divers aufgestellt, so wie jetzt sichtbar wird. Und jetzt würde ich gerne mal sozusagen den Blick machen, woher schalten Sie sich, woher schaltet ihr euch zu? Da würde ich euch jetzt sozusagen bitten, im Mentimeter, derselbe Link sollte noch gut funktionieren, mal kurz festzuhalten. Welche Rolle habt ihr denn? Welche Rolle haben Sie denn im Kontext von OER? Sei es Nutzerin, sei es Produzentin, können natürlich auch mehrere Rollen sein. Richtung Infrastrukturmanagement vielleicht, geht es eher aus den Support Services? Sind Sie eventuell Entscheidungsträgerin oder doch ganz andere Rollen hier? Wäre spannend zu sehen, wie wir jetzt sozusagen auch als Gruppe aufgestellt sind, um dann abschließend einen gemeinsamen Blick auf diese unterschiedlichen Rollen auch und den unterschiedlichen Perspektiven zu nehmen. Genau, also ich sehe jetzt da schon mal hier zwei Personen, die jetzt auch selbst NutzerInnen sind. Starker Trend in Richtung Support Services. Es ist natürlich immer die Frage, ja, inwiefern kann man jetzt trennen von Infrastruktur ManagerIn und Support Services? Ist es immer ein bisschen schwierig, aber ich sehe doch einen starken Trend hier Richtung Support Service. Das heißt jetzt auch der Blick, den ich dann mitgebracht habe in den abschließenden Folien, passt hoffentlich auch gut jetzt zu eurer Perspektive. Vielen Dank für die Teilnahme. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fokus auch auf diese Support Services. Ich komme ja selbst sozusagen auch aus der Support-Einrichtung des Center for Teaching and Learning. Das heißt, ich habe auch sozusagen diesen Blick, indem ich Lehrende, Forschende unterstützen möchte, was jetzt sozusagen OER-Produktion, Veröffentlichung, Nutzung angeht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diesen abschließenden gemeinsamen Blick und werfen einen Blick jetzt sozusagen auf diese Perspektiven dieser Rollen oder eben auch dieser Stakeholder. Dazu teile ich gleich wieder den Bildschirm mit den Folien. So, und dann starten wir jetzt mal eben diesen gemeinsamen Blick auf die Perspektiven der Stakeholder in diesem institutionellen OER-Ökosystem. Hier einerseits sozusagen mal noch nicht gefüllt, OER in der Mitte und wir haben hier unterschiedliche Perspektiven und jetzt würde ich sagen, füllen wir es einmal gemeinsam Schritt für Schritt.
Wir haben einerseits OER aus der mediendidaktischen, hochschuldidaktischen Perspektive, die jetzt eher dann aus den Teaching and Learning Zentren kommen. Da haben wir natürlich die Anforderungen an die nachhaltige Verankerung von OER in der Regellehre. Das heißt, dass wir möglichst viele Lehrveranstaltungen, die viele Studierende erreichen. Unter anderem natürlich kann man einen Fokus auf die Studieneingangsphase legen oder eben auch auf ganz stark besuchte Lehrveranstaltungsformate im Rahmen der Studienrichtungen, dass man hier eben OER auch verankert, um Studierende eben auch in der zu unterstützen und Studierbarkeit zu gewährleisten. Dann haben wir natürlich auch die Weiterverwendung und auch die didaktische Weiterentwicklung von freien Bildungsressourcen. Das heißt, dass hier auch Semester für Semester Lehrmaterialien erweitert, optimiert, angepasst werden können und aktualisiert werden können. Und hier immer wieder auf sozusagen Materialien, die schon veröffentlicht werden, zurückgreifen, kann man hier zurückgreifen und die dann anpassen und aktualisieren. Ja, ganz starke Anforderung ist natürlich eine niederschwellige Content-Produktion. Also, ich sage mal, wir an der Uni Wien haben zwar das Videoproduktionsservice und man kann eben auch das buchen, unter anderem für komplexere Formate vielleicht auch und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, aber oft ist ja auch die Frage, wie kann ich schnell, effizient, niederschwellig etwas erstellen? Und da braucht es aus unserer Sicht jetzt aus den Teaching and Learning Zentren auch diese niederschwellige Content-Produktion, die im Learning Management System oder eben in angeschlossenen Systemen, Videoserver und so weiter, die einfach ermöglicht wird, damit einfach ja diese Effizienz auch gewährleistet wird, dass HochschulmitarbeiterInnen hier auch unterstützt werden können. Dann auch in Richtung Sensibilisierung der Lehrenden für OER, dass man hier universitäre Qualifizierungsangebote im Programm hat und Zugänge zu dem produzierten OER schafft, ist jetzt aus unserer Sicht, also aus unserer Sicht Teaching and Learning Zentren ganz zentral, dass man einfach schnell weiß, wo kann ich Material finden, das ich nachnutzen kann. Und so einen Rahmen, den es auch braucht, wäre eine institutionelle OER-Policy. Dann werfen wir jetzt wieder den Blick in die zentralen IT-Services. Eher so aus einer technischen Perspektive, da braucht es natürlich die Speicherung und Archivierung von Daten und Daten jetzt im Sinne von Daten aus der Lehre, die digitalen Open Educational Resources. Die Errichtung von den entsprechenden Infrastrukturen natürlich auch für Forschung und für Lehre. Hier könnte man natürlich auch wunderbar schauen, was kann ich denn schon nachnutzen, was gibt es schon, damit es hier nicht zu Doppelstrukturen führt und dass man einfach eben hier auch effizient vorangeht, unter anderem bei Repositorien zum Beispiel. Dann natürlich auch die Frage, gibt es welche geeignete Software nehme ich für so ein Repositorium? Ist diese OER-fit? Kann ich da vielleicht sozusagen so eine Kombilösung für die Forschungsdaten und OER verwenden? Dann eben auch die Integration in die institutionelle Systemlandschaft von diesen Infrastrukturen und von diesen technischen Komponenten. Ganz stark auch die userinnenfreundlichen Eingabemasken, dass hier die Nutzerinnenperspektive großgeschrieben wird und ja, Open Education auch in der Wechselwirkung zu Open Source Produkten. Und jetzt machen wir wieder den Switch weiter in Richtung Universitätsbibliotheken. Da sollte natürlich gewährleistet werden, dass die Langzeitarchivierung von OER sichergestellt ist. Datenformat, ich habe schon das Metadatenschema angesprochen. Das heißt hier, wie wird archiviert und welche Zusatzinformationen, Metadaten werden dann rund um OER noch gespeichert. Da braucht es natürlich Standards bezüglich diesem Metadatenschema. Kontrollierte Vokabularien auch, dass man unter anderem Disziplinen schneller filtern kann und so weiter. Dass nicht jeder sozusagen selbst Keywords ergänzt. Also Keywords ergänzen ist natürlich weiterhin möglich, aber dass man eben sozusagen über diese Repositorien hinweg auch in der Suchmaschine einfach schnell filtern kann und hier kontrollierte Vokabularien hat. Und dass man natürlich auch Verknüpfung der Services für Forschung und Lehre auch immer im Blick hat, weil ich ja schon angesprochen hatte, diese forschungsunterstützenden Services, die ja Personen ansprechen, die oft in Forschung und Lehre tätig sind. Genau, und da haben wir jetzt ganz stark eben diese Wechselwirkung von Open Education und Open Access, eben auch OER als Publikationen aus der Lehre, als offene Publikationen aus der Lehre gesehen.
Ich würde das jetzt gerne noch erweitern mit der Nutzerinnenperspektive. Einerseits brauchen wir, wie schon erwähnt, diese niederschwellige Produktion von Inhalten, wenn wir jetzt selbst Nutzerinnen sind oder Erstellerinnen von OER, dass wir einen Zugang haben zu den bereits produzierten OER, dass ich schnell weiterverwenden kann. Also das, was ich finde, möchte ich ja dann auch didaktisch vielleicht weiterentwickeln und auch einfach wissen, wie kann ich selber einsetzen und wie kann ich selbst weiterverwenden. Das heißt, ich brauche auch diese didaktischen Zusatzinformationen, didaktischen Metadaten. Genau, dann würde ich ja gerne auch als Nutzerin von OER hochschulinterne Fortbildungsprogramme besuchen. Ich würde gerne benutzerfreundliche Produktionssoftware verwenden. FAQs oder sozusagen Dienste für rechtliche Fragen wären auch notwendig. Vielleicht ergibt sich die ein oder andere rechtliche Frage. Und dann möchte ich ja eventuell auch mediendidaktische Beratung konsumieren, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne einen MOOC zum Beispiel erstellen. Oder ich würde gerne einen Podcast starten. Oder ich würde gern mein Format, also mein LV-Format anreichern mit interaktiven Videos zum Beispiel und würde mir da gerne ein bisschen Expertise von ja, zuständigen Support Services holen. Und wunderbar wäre es dann natürlich auch, wenn wir so eine institutionelle OER-Policy haben, in dem ich mich einfach auch als vor dem Hintergrund mich dann auch bewegen kann als Hochschulmitarbeiterin in Forschung und Lehre. Das heißt, wir haben ja doch auch schon einige Traversen, die man ziehen kann zu den anderen Perspektiven. Und als letzte Perspektive würde ich dann gerne auch noch die von EntscheidungsträgerInnen von Richtung Hochschulleitung einnehmen. Also da geht es ja dann eher in Richtung strategische Maßnahmen. Wie, inwiefern leisten OER einen Beitrag zur Erreichung der Hochschulziele? Und wie kann ich den aufzeigen? Wie kann ich sozusagen auch interne OER Support Services gewährleisten, die als zentrale Ankerstelle auch für die MitarbeiterInnen aus Forschung und Lehre da sind und Ansprechpersonen auch da sind. Dann natürlich auch unter dem ganzen Open Science Schirm, wie kann ich OER promoten und Anreize schaffen? Und wie kann ich dann eben auch diese Förderung der Integration von OER in dieser unterschiedlichen Granularität in die Lehre auch fördern? Und natürlich, wie auch schon bei den anderen Perspektiven erwähnt, geht es da dann auch eher in Richtung OER-Policy und Infrastruktur, Anleitung. Genau. Das heißt, hier jetzt nochmal noch so dieser Blick von oben. Ich würde da jetzt gerne anknüpfen, weil ich ja auch sozusagen als Vertreterin vom Open Education Projekt hier bin. Was tun wir jetzt also vor diesem Hintergrund? Einerseits arbeiten wir an dem OER Hub als Suchmaschine für OER. Dann arbeiten alle ProjektpartnerInnen an ihren lokalen Infrastrukturen und eben auch, dass das Know-how aus diesem Aufbau und Weiterentwicklung von den Infrastrukturen zur Verfügung gestellt wird. Wir haben eine Qualifizierung in Form von einem OER-MOOC erstellt. Das heißt, man kann auch ganz niederschwellig so einen Massive Open Online-Kurs besuchen und sich zum Thema OER fortbilden. Dann gibt es ja die OER-Zertifizierung, dass man eben auch die Aktivitäten, die OER-Aktivitäten von Hochschulen und Lehrenden sichtbar macht. Es gibt das OER-FAQ-Service, das österreichweit rechtliche Fragen sammelt und man kann hier eben einreichen und diese Fragen werden dann von einem Rechtsexperten ausgearbeitet. Genau, wir haben als Projektteam auf einer Metaebene den OER-Produktions-Service-Workflow dargestellt und so ein Arbeitsdokument erstellt für Hochschulen und verwenden dies auch in Beratungen, wenn jetzt eine Hochschule sagt, sie würde gerne mit so einem OER-Produktions-Service starten. Genau, dieser Wissenstransfer, der ja, erstreckt sich natürlich durch alle Dimensionen. Die nicht nur die Partnerhochschulen, sondern sozusagen auch diverseste andere Hochschulen haben OER-Policies und OER-Strategien bereits veröffentlicht. Und ja, wir schauen sozusagen, dass wir eben immer diese Traverse schaffen, dass wir im Kontext von diesem interdisziplinären Team auch gemeinsam arbeiten, gemeinsame Infrastrukturen aufbauen und das ja, gemeinsames Know-how auch aufbauen und das natürlich auch teilen. Genau.
Und das heißt, hier spiegelt sich jetzt auch dieses diverse, dieser, ich sag mal, auch wieder bunte Blumenstrauß von Projektzielen wieder, weil natürlich diese verschiedenen Perspektiven, wenn es jetzt um ein OER-Ökosystem geht, leider ja eben oder sozusagen ja eben auch diese diverse Ausprägungen von Maßnahmen bedingen. Und ich würde jetzt noch sozusagen so einen abschließenden Blick drauf werfen. Also ich habe ja jetzt mal diese Blume kurz vorgestellt am Anfang, die jetzt aber noch nicht befüllt war. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch den Abschluss und befüllen die mit einem kurzen Blick. Einerseits haben wir natürlich die Perspektive der Teaching and Learning Zentren an den Hochschulen, sei es ein eigenes Teaching and Learning Zentrum, wie jetzt bei uns zum Beispiel an der Uni Wien. Oder sei es eine Abteilung oder ein Team innerhalb der Bibliothek zum Beispiel. Also je nach Hochschule ist dieses Thema Hochschuldidaktik und Mediendidaktik natürlich an anderen Abteilungen auch angesiedelt. Dann haben wir eben diese Perspektive mit den IT-Services. Wir haben die Perspektive der Universitätsbibliotheken, die Perspektive der HochschulmitarbeiterInnen und eben auch Hochschulleitungen. Und darum schwirren dann natürlich Rollen wie jetzt NutzerInnen, ProduzentInnen, ganz viel in Richtung Support Service, aber auch InfrastrukturmanagerInnen, wie ja jetzt auch wir breit verteilt sind, wobei wir jetzt ja, so also wie wir vorgesehen haben, doch einen Fokus jetzt haben mit Support Service als Rolle. Aber natürlich auch EntscheidungsträgerInnen spielen hier mit rein in dieses Ökosystem. Es gibt aber noch weitere Perspektiven und die jetzt hier vielleicht nicht beleuchtet sind. Und da würde ich jetzt gerne wieder, würde ich euch gerne nochmal einladen, kurz nachzudenken, welche Rollen würdet ihr noch sehen oder welche Perspektiven würdet ihr noch sehen, wenn wir jetzt gemeinsam so ein OER-Ökosystem betrachten? Fehlt euch eine? Welche würde euch noch einfallen? Schauen wir mal, ob noch etwas hineinkommt, ob ihr hier ja, gerne noch etwas ergänzen möchtet. Schauen wir einfach mal, was wir sehen. Der Link sollte wieder funktionieren. Ah, ich sehe schon das erste, der erste Begriff, die erste Perspektive wird schon ergänzt. Das heißt, hier haben wir natürlich auch die Studierenden, die ich jetzt nicht in den Fokus gestellt habe, weil ich ja eben auch aus diesen Support-Gedanken komme. Aber natürlich wäre es spannend, das Ganze noch zu erweitern, Studierendenperspektive. Natürlich auch, weil ich jetzt da, ich werde das jetzt gleich kommentieren, auch mit künstlicher Intelligenz, also welche Möglichkeiten habe ich denn dadurch, dass jetzt KI auch Produktionsmöglichkeiten vielleicht schafft? Ja, welche Möglichkeiten gibt es noch? Welche Herausforderungen kommen da vielleicht noch mit rein? Das heißt, das wären hier vielleicht auch unterschiedliche Ebenen, die jetzt dieses Ökosystem auch dann jeweils beeinflussen. Eine andere Ebene wäre natürlich auch dieser Qualitätsfaktor. Da gibt es schon ganz spannende Überlegungen auch aus OER-Projekten aus Deutschland. Wie kann man denn so eine Qualität von OER auch gewährleisten? Gibt es einige Möglichkeiten, mit Checklisten zu arbeiten, dass die OER-Qualität hier auch in den Fokus zu setzen. Dann natürlich interuniversitäre Vernetzung. Das heißt, wie spielt jetzt sozusagen der Hochschulraum vernetzt hier nochmal eine Rolle? Das heißt, es wäre nochmal spannend, das zu erweitern. Das institutionelle Ökosystem vor dem Vernetzungsgedanken. Natürlich auch die allgemeine Öffentlichkeit, weil auch im Third Mission Gedanken und Lifelong Learning Gedanken hier auch sozusagen ja, Perspektiven öffnen und auch Universitätslehre und Forschung öffnen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Vermittlerfunktion, die ja unter anderem von uns, sage ich einmal, MitarbeiterInnen in Support-Einrichtungen eingenommen werden können, aber eben auch von Lehrenden, von Forschenden. Das heißt, hier haben wir ja ganz, ganz viele verschiedene Rollen und Perspektiven, die noch ergänzt werden können. Ich sehe, es kommt schon wieder was weiteres hinzu.
auch eine rechtliche Perspektive. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht keine Stakeholder-Perspektive, sondern auch dieses ganze rechtliche Thema wäre auch eine spannende Erweiterung, stimme ich definitiv zu. Wie sieht es denn aus, ja, sozusagen, wenn ich hier in dieses Remixing gehe, in diese Weiterverwendung und Weitergestaltung? Das heißt, hier, sag mal, sind wir noch längst nicht am Ende mit der Erweiterung. Und auch meine Perspektive war ja jetzt, oder sozusagen mein Start war jetzt auch mal nur eine erste Fassung von so einem möglichen OER-Ökosystem. Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende angelangt von unserer Reise durch ja, die verschiedenen Perspektiven mit einer Sammlung an Quick Links für Sie, für euch. Die Folien werden zur Verfügung gestellt. Ich würde es aber dennoch ganz kurz auch nochmal im Chat posten. Was können Sie, was könnt ihr denn jetzt auch schnell nachnutzen, wenn es um den Aufbau von so einem OER-Ökosystem geht? Ich gebe es mal auch ganz kurz in den Chat. Schauen wir mal kurz, genau. Einerseits, es ist leider das Format im Chat ein bisschen zerschossen, aber ich denke, die Links funktionieren immerhin. Genau, was gibt es denn einerseits? Können Sie, könnt ihr Beratung von dem Open Education Team einfach sozusagen eine schnelle E-Mail an uns und dann schauen wir sozusagen, was wird gebraucht und wer kann sich mit euch in Verbindung setzen. Ihr könnt das in der OER-Base, also das ist die Knowledge-Base für den Aufbau und Betrieb von OER-Repositorien, könnt ihr dieses Know-how, das vom Team aufgebaut wurde, nachnutzen, um zu sehen, okay, wie kann ich denn vielleicht mein OER-Repositorium aufbauen oder wie kann ich schauen, ob meine Repositoriensoftware OER-fit ist oder wie kann ich die OER-fit machen? Gerne auch hier beitragen, das heißt, das findet ihr auf GitHub. Dann gibt es ganz viel in Richtung OER-Hub und wie kann ich hier auch die Hochschule anbinden an den OER-Hub? Welche Voraussetzungen gibt es? Das sind jetzt keine komplexen Voraussetzungen, sondern wenn Sie aus dem Repositorienmanagement kommt, dann sind die recht straightforward, einfach sozusagen diese Metadatenschemata und ein paar Schnittstellenthematiken, aber die sind auch nochmal festgehalten. Dann natürlich, wie kann ich so einen OER-Produktionsservice aufbauen? Das Arbeitsdokument ist verfügbar, gerne auch in Kombi mit einer Beratungssession, je nachdem, wie gewollt oder wie ihr da vorangehen möchtet. Und es gibt, wie gesagt, den OER-MOOC, der nachgenutzt werden kann auf der österreichischen MOOC-Plattform iMOOCs. Und eben, man kann sich auch OER zertifizieren lassen. Die nächste Zertifizierungstranche ist dann mit Deadline September. Da kann man unter anderem seine OER-Policy zertifizieren lassen, Qualifizierungsangebot oder eben auch sich selbst als OER-Practitioner. Genau, das ist so die Quick Links, die ich jetzt da nochmal gesammelt hätte als Ausblick. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank, dass wir jetzt hier gemeinsam durchgegangen sind, durch die verschiedenen Perspektiven. Gerne einfach melden, wenn es Fragen gibt und würde mich auch freuen, wenn ihr Erfahrungen teilt. Und genau, die Folien sind dann im Nachgang zur Verfügung. Danke. Vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick jetzt und auch, dass du uns da mitgenommen hast auf diese Reise, was es da jetzt alles für verschiedene Aspekte gibt an den OERs. Ich würde es da gern auch noch den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, dass sie sich vielleicht einfach kurz unmuten und vielleicht auch direkt gleich Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist. Genau, sehr gerne auch Erfahrungen teilen, wenn es Fragen gibt. Also zumindest jetzt mal die Quick Links sind ja im Chat und dann findet sie ja die Folien auch nochmal verfügbar. Da sind dann nochmal alle anderen Links auch klickbar. Genau. Super. Ich sehe gerade im Chat, danke für das Feedback. Gerne, wenn es Fragen gibt oder wenn Erfahrungen geteilt